May the Fourth be with you, Leute. Was geht? Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der First Impression auf Nerd Factory. Zusammen wieder mit dem Doppelmock-Jungle-Doc-Trock. Hallo! Heute mal nicht mit Marvel, sondern offensichtlich mit Star Wars. Ja, das ist ein Lichtschwert. Das habe ich irgendwann mal selber gebaut. Das kennen bestimmt einige noch gar nicht, weil das Video keiner geguckt hat. Herzlich willkommen. Heute reden wir über The Bad Batch, denn die erste Folge kam heute am 4. Mai heraus. Und natürlich machen wir auch zu dieser Serie wieder First Impressions und Recaps. Und da wollen wir gar nicht lange fackeln. Fangen wir doch direkt an. T-Shirt gibt's dieses Mal nicht tatsächlich. Wir haben noch keins. Vielleicht machen wir noch eins. Mal schauen. Aber jetzt legen wir los. Abonniert den Kanal, wenn ihr Star Wars mögt. Keine Angst, Marvel-Fans. Marvel-Zeug kommt auch noch zu Genüge. jetzt legen wir aber los. The Bad Batch, Folge 1. Aftermath. Ja, war eine tolle Folge, hat mir gut gefallen. Ja, das war's dann auch schon. Danke fürs Zuschauen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Schalte Freitag wieder ein, wenn es dann in der zweiten Folge weitergeht. Also eins kann man definitiv sagen, es ist nochmal eine ganz andere Nummer als die Marvel-Sachen. So. Einfach ja. Nicht nur, weil es nicht Marvel ist, sondern einfach, weil das ganze Pacing und alles und das Storytelling einfach ganz anders funktioniert. Ja. Ich möchte direkt zu Anfang was sagen, was ich gerade auch schon jemandem auf Twitter geschrieben habe, der mich nämlich gefragt hat, so, boah, kann man das denn gucken? Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich was nicht verstehe. Und ich habe ja so ein bisschen was vom Anfang von The Clone Wars gesehen und habe jetzt natürlich mich auch sehr viel mit der Materie immer beschäftigt, indem ich in Wikis gelesen habe. Aber ich würde sagen, wenn man nur die Star Wars Filme geguckt hat und vielleicht auch so Mandalorian und so merkt, boah, krass, Star Wars eigentlich doch schon voll mein Ding. Ich würde sagen, man kann The Bad Batch relativ gut jetzt gucken, ohne die anderen Animationsserien gesehen zu haben. Ich finde, sie erklären, also wenn man weiß, wann es spielt, und das wird ja relativ schnell klar, finde ich, erklären sie so die groben Bedingungen, erklären sie in meinen Augen relativ gut in der ersten Folge. Das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, weil sie Szenen aus Episode 3 animiert haben und in den Anfang als quasi Erzählerpart reingepackt haben. Ja, genau. Also genau, sie haben quasi die komplette Perspektive der Order 66 oder der Prä-Order 66 von Episode 3 mit General Grievous und Co. Und wie quasi das Setting ist. Also du weißt direkt von den ersten paar Minuten vom Intro an, ah, okay, ich habe jetzt nur die Episoden alle geguckt, aber ich weiß, das spielt parallel dazu, dass Obi-Wan nach Utapau geht und Grievous bekämpft. Das heißt, Order 66 steht ganz, ganz kurz bevor. Und du weißt schon, das ist auch, die haben das so gut gesetzt, weil du hast direkt dieses Eerie-Feeling, weil du genau weißt, wir haben das jetzt aus verschiedenen Perspektiven schon gesehen. Wir haben es in Clone Wars in der 7. Staffel am Ende gesehen, was quasi die andere Seite der Order 66 ist. Wir kennen es natürlich aus dem Film, Episode 3. Wir kennen es aber jetzt auch zum Beispiel für die Leute, die Videospiele spielen, von Jedi Fallen Order. Jetzt kennen wir auch eine weitere Perspektive von der Order 66. Das heißt, wir sehen jetzt so langsam alle möglichen Winkel. Und Perspektiven haben wir jetzt schon mal gesehen. Nur was wir bis jetzt noch nicht so richtig hatten, bis auf in den letzten Episoden von Clone Wars, ist wirklich die Perspektive aus Sicht der Klone. Und das finde ich halt, das ist, ich würde sagen, das ist so der Hauptfokus dieser Folge, ist, wie sich die Order 66 aus Sicht der Klone auswirkt und ganz besonders eben aus Sicht dieser Klone, die zu einem Großteil nicht unter die Order 66 fallen, weil sie eben genetisch verändert sind und der Inhibitor-Chip bei ihnen nicht funktioniert, was genau. In den anderen Folgen zwar schon etabliert wurde, aber du musst die anderen Folgen nicht gesehen haben, um die hier zu verstehen. Das finde ich halt sehr gut, dass sie alles nochmal erklären. Sie erklären nochmal, wer ist der Bad Batch, was haben sie für spezielle Fähigkeiten, warum haben sie so spezielle Fähigkeiten und sie machen das aber nicht so im Sinne von übererklärend, weißt du, es kommt recht organisch, das halt so im Nebensatz fällt so, ja, unsere Mutationen sorgen halt für deine Stärke und für seine Scharfschützenkünste, aber es kann halt sein, dass die dass deswegen die Regulars halt anders sind und anders funktionieren, als wir funktionieren. Das finde ich ziemlich gut geregelt. Ja, ja, das hat sich sehr gut angefühlt, weil sie dadurch selber so ein bisschen erörtert haben, okay, warum sind die jetzt alle davon betroffen und wir halt nicht. Das allerbeste, was ich übrigens auf einem, ich habe den Planetennamen vergessen, der ist, da werden mich die ganzen Fans auch von Rebels und Co. jetzt peitschen, weil ich den Namen, ich vergesse immer die Namen von den Planeten, aber. Ich hab den Namen von der Jedi-Meisterin schon wieder vergessen. Ich wollte Dua Lipa sagen, aber so ähnlich. nicht Dua Lipa, das ist eine Sängerin, sondern Deepa irgendwas. Ist die Meisterin von dem kleinen Caleb. Besser bekannt als Kanan Jarrus aus Rebels, der Jedi,
der Ezra Bridger trainiert in Rebels. Das mag die Leute. Dominique guckt auch gerade so nach dem Motto, oh, weil du hast Rebels nie geguckt, ne? Genau. Genau. Das Yo. Ist nämlich das Erste, ach, krass. Was wir nämlich sagen, was ich nämlich da sagen muss, ist, sie sind ein bisschen off-canon gegangen, weil es gibt wortwörtlich Comics, die die Zeit zeigen, wie, wie quasi Kanan Jarrus zu Kanan Jarrus wird. Er ändert halt seinen Namen und muss fliehen nach der Order 66 und überlebt dadurch. Mhm. Sie haben es aber sehr schön gemacht, weil ich kann mal gucken, ob ich beim Schnitt dann vielleicht die Comicseite dazu finde. Weil das ist auch da, in den Comics ist es, glaube ich, auch nur ein Flashback, eine Erinnerung von ihm. Und du siehst wortwörtlich das, was wir in der Folge sehen. Dass halt okay, die das Meisterin in cool. der Mitte steht von den ganzen Jedi und die ganzen Schüsse abwehrt und ihm zuruft, dass er rennen soll. Aber natürlich haben sie es halt so clever gemacht, dass sie den Bad Batch vorher in eine andere Richtung gehen lassen. Dass sie quasi aus dem Bild sind und aber alles mitbekommen. Und wir sehen jetzt quasi diese Perspektive nochmal, aber eben nicht aus Kanan Jarrus Sicht, sondern nur passiv aus Kanans Sicht, sondern primär aus Sicht von dem Bad Batch. Und das wird viel, also ich habe fast alles von Rebels geguckt. Ich hatte 2017 oder so, habe ich gedacht, komm, ich hänge jetzt ein bisschen hinterher. Jetzt kamen die neuen Staffeln raus und so. Und ich bin dann, glaube ich, durch Darth Maul, der da eingeführt wurde, wieder Spoiler, bin ich, nach so viel Zeit gibt's keine Spoiler. Die Serie ist vorbei. Jetzt, wer jetzt sich hier Star Wars Bad Batch Videos anguckt, muss damit rechnen, dass er für sowohl Clone Wars als auch Rebels als auch alles andere gespoilt wird. Ich habe das damals geguckt und habe bei der ersten Folge angefangen. Und das ist nämlich das, worauf ich, was ich bei der Folge auch so gedacht habe, ist, ich finde das super, wirklich, wie Disney Star Wars ihre Chronologie angehen. Wie sie die Sachen quasi aufbauen. Ob du jetzt die Sequels magst oder nicht, dahingestellt, ja? Wenn du die, vielleicht findest du es nicht geil, vielleicht findest du das ursprüngliche, die ursprüngliche Idee der Trilogie, die in den Büchern mal quasi gemacht wurde, in den Legends-Büchern, findest du besser. Alles cool, darum geht's nicht. Ich finde aber den Ansatz der Chronologie super. Im Zentrum von George Lucas' Idee ist ja Episode 4. Danach 5 und 6. Aber ursprünglich hat er Episode 4 sich erdacht. Und als das gut ankam, hat er sich dann 5 und 6 ausgedacht und dann eigentlich alle anderen. Und so war ja die Reihenfolge. Das heißt, alles, was wir in Star Wars bisher immer gesehen haben, lief immer auf das Zentrum Episode 4. Egal welcher Film kam, es war immer Fokus auf Episode 4. Episode 1 hat Dinge eingeführt, die wir in Episode 4 dann wieder lernen. Der Imperator, das Imperium, quasi der Anfang des Sturzes der Republik, was die Jedi waren. Episode 2, die Klonkriege. Ben Kenobi redet von den Klonkriegen. Hier, dein Vater war ein großer Pilot. Wir sehen, dass Anakin ein guter Pilot ist und halt ein Held wird. Episode 3, natürlich offensichtlich der Hinweg zu Order 66, wie die Jedi gefallen sind. Auch Bezug natürlich auf Episode 4, was direkt danach kommt, der Todesstern, Darth Vader-Anzug und so weiter und so fort, die Geburt von Luke und Leia. Dann natürlich Episode 4, 5 und 6 basieren auf Episode 4, das ist, natürlich läuft das darauf hinaus. Rogue One, direktes Prequel zu Episode 4, also läuft direkt gegenüber. Solo ist Star Wars Story, der ganze Aufbau, der auch teilweise Han Shot First und diese ganzen Geschichten mit eingebaut hat, die in Episode 4 etabliert wurden. Solo ist Star Wars Story bringt so viel auf den Tisch und es ist super schade, dass Leute das nicht so, ne, weiter gucken. Und dann geht's halt nur so weiter. Die Sequels gehen, wie gesagt, ein bisschen davon weg, aber selbst die beziehen sich primär auf den ersten Todesstern, auf Darth Vader, auf den Imperator und letztendlich Episode 9, muss man sagen, es gibt, glaube ich, keine von den ganzen Episoden, die mehr sich auf 4, 5 und 6 bezieht, mit dem zentralen Fokus, wie die Handlung in 4, 5 und 6 war, und das nochmal aufzurollen, als Episode 9. Selbst wenn die Story komplett durcheinander ist und nicht so super erzählt wird, es ist ein super Bezug auf Episode 4. Bei den Serien, Clone Wars offensichtlich, läuft auch auf Episode 4 hin und erzählt die Klonkriege komplett nach, die Sicht der Klontruppen und sowas. Und Rebels startete 15 Jahre nach Episode 3. 15 Jahre nach dem, nach der Übernahme, nach der Umwandlung des Imperiums, der Republik zum Imperium, startet Rebels mit der ersten Folge am Empire Day, dem Geburtstag von Ezra Bridger, dem 15. Das heißt, er wurde an dem Tag geboren, an dem die Jedi quasi alle getötet wurden, was auch so ein symbolisches Ding ist, weil er ja machtfähig ist und so. Und da begegnet er dann Kanan Jarrus, der eben ein Überlebender dieser Zeit war. In Rebels super wichtig ist Saw Gerrera, der eben auch in Jedi Fallen Order und Co. mit drin ist. Jedi Fallen Order haben wir auch natürlich wieder super viel Bezug auf alle möglichen Sachen, Inquisitorius und Co. Das heißt, es zentriert sich immer auf Episode 4, immer auf die Handlung dahin.
Und jetzt haben wir etwas zum allerersten Mal, dessen Handlung nicht nur am Empire Day startet, sondern das ist kein Flashback und dann gibt es einen Zeitsprung, sondern wir starten da und diese 6 Jahre, die wir noch nie gesehen haben, außer in ein paar Comics, die wir aber in animiert oder bewegt noch nie gesehen haben, die werden jetzt in Bad Batch erzählt. Und ich finde das so schön, wie halt sie langsam aber sicher so alle Lücken füllen. Auch Mandalorian bezieht sich ja sehr dann darauf, auf diese Zwischenzeit zwischen eben dem 6. und dem 7. Teil. Und ja, und ich glaube, Bad Batch wird jetzt halt das, was Mandalorian zwischen 6 und 7 ist, wird Bad Batch jetzt zwischen 3 und 4. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Oder 3 und Rebels. Ja. Das ist halt so die Frage, die im Raum steht. Wie lang werden sie jetzt halt die Geschichte von dem Trupp so erzählen? Wie weit wird es gehen? Also jetzt bin ich ein bisschen raus, wenn wir jetzt chronologisch durchgehen wollen, weil sonst würde ich direkt den nächsten Punkt einfach einwerfen. Weil. Also, wir können ja auf jeden Fall schon mal sagen, dass sie bei der Order 66 anwesend waren, festgestellt haben, was passiert ist. Was ich ein bisschen weird fand, die Jedi-Meisterin, Namen vergessen. Dua Lipa. Die hatte halt so gegen die Klone gekämpft und war so total into it. Und ich dachte so, weiß sie gerade, was abgeht? Das hat sich ein bisschen komisch angefühlt für mich irgendwie. Sie heißt Depa Bilaba. Und ja, natürlich weiß sie, was abgeht, weil sie ja machtsensitiv ist und merkt, dass in der ganzen Galaxis gerade Jedi abgeschlachtet werden. Das ist ja wie Yoda, der direkt einen Backflip macht und seine zwei Kompagnons enttaucht. Stimmt. In Jedi Fallen Order ist auch der Meister von ich vergesse heute alle Namen, ne? Das ist echt schlimm. Und das ist der Hauptcharakter. Mir fällt nur der Name vom Schauspieler ein. Aber der Jedi-Meister von dem, Jarro Tapal heißt der Meister. Jarro Tapal ist halt auch so, dass er kurz so macht und dann halt direkt die Klone quasi umbaut. Okay. Also das ist schon eher so diese Präkognition der Jedi. Und du hast auch so kurz, in dem Moment geht der Soundtrack von Order 66 los. Und du siehst, wie halt sie halt ihren letzten Todeskampf hat. Und damit ist eigentlich auch direkt die Einführung in The Bad Batch ist ebenfalls keine Serie, nur für Kinder. Ja, weil sie einfach direkt stirbt. Die ersten 10 Minuten drehen sich um einen galaxisweiten Genozid. Das ist der Start dieser Serie. Ja. Und ja. Viel anders geht es auch nicht los. Geht es auch nicht weiter. Ich meine, was? Viel anders geht es nicht weiter. Ja, viel anders geht es nicht weiter. Die Klone jagen das Kind und wollen es umbringen. Also es ist nicht so, dass das eine lustig, Disney Channel. Nee, das ist schon, ich glaube, das ist, ich muss es über die Suche finden, weil ich sonst die Serie nicht gefunden hatte in meiner App auf dem Fernseher. Ja, same, es wurde mir nicht vorgeschlagen. Aber läuft auch auf Stars, nicht auf Disney Plus. Das kann sein, weil ich glaube, selbst als ich auf, das ist ja heute natürlich groß auf Disney Plus als Banner gewesen, May the Force be with you. Mir wurden auch die Simpsons vorgeschlagen und ich dachte so, aber warte mal, ist meine App, hängt die hinterher, wurde es noch nicht freigeschaltet, was ist los? Geh auf dieses May the Force Bing, da ist dann halt irgendwie so eine Tour gewesen durch die Raumschiffe, aber ich musste Bad Batch explizit suchen, damit ich es gefunden habe. Aber das erklärt es natürlich, das erklärt es definitiv. Ich glaube, dass The Bad Batch auf Stars läuft und das könnte einiges bedeuten, weil Sachen, die auf Stars laufen, sind normalerweise die ein bisschen härter sind. Das sind die nicht in der normalen Altersfreigabe. Weil für Stars brauchst du eine Altersfreigabe. Du kommst nicht in Stars rein, ohne deine 18-Jährigkeit einzutragen. Das heißt, es kann gut sein, dass Bad Batch deutlich düsterer wird. Ich fand's jetzt schon. Also, es ist mir aufgefallen, das Video kommt dann ja am Donnerstag nochmal. Ein dediziertes Video, ist der Bad Batch? Mittwoch. Da ist es mir schon aufgefallen, als ich die Folgen von Clone Wars durchgescrubbt habe, um da mal zu gucken, okay, wie war so der erste Auftritt von denen. Das war alles schon sehr düster. Ja. Die gesamte Rettungsaktion von Echo, also auch wie er da an dieser Maschine hing, absolut so. Ach ja, stimmt. Das war Clone Wars ist ja zwar animiert, aber ist ja dann doch über die Jahre immer düsterer geworden. Und ich finde, Bad Batch setzt den Ton jetzt auch direkt zu Anfang genau in diese Richtung. Clone Wars und das jetzt weitergeführte Bad Batch ist ja von denselben Machern, nicht nur wie Mandalorian, derselbe Producer Dave Filoni, sondern wie halt der im Grunde das Mastermind und der Protégé von George Lucas, Dave Filoni, der ursprünglich von Avatar The Last Airbender kam. Und dann zu Lucasfilms gegangen ist, Clone Wars am Anfang gemacht hat mit denen, mit George Lucas zusammen entwickelt hat. Und deswegen ist
Clone Wars auch so gut, vor allem in den späteren Staffeln. Ursprünglich war es nämlich schon auf Kinder ausgelegt. Ja. Alles, so gesehen ist alles von Star Wars ursprünglich auf Kinder ausgelegt. Aber Clone Wars ist halt mit den Zuschauern gealtert. Das heißt, sie sind dann später ein bisschen in düstere Sachen reingegangen. Und jetzt die letzte Staffel war essentiell für Anfang 20-Jährige, die damals damit aufgewachsen sind. Und es gibt ja so dieses Meme im Internet, das rumgeht, dass quasi Clone Wars von haha, lustig, Star Wars für Kinder zu wie viele Kriegsverbrechen kann Anakin Skywalker in einer Folge begehen wird. Und basically ist es das jetzt auch, was jetzt weiter passiert. Ich meine, in der Folge sehen wir es auch, wir kommen dann gleich noch dazu, wenn wir wieder auf Kamino sind und sowas. Aber es geht halt direkt damit los. Und ja. Ich finde, diesen Aufbau, wie sie das jetzt hier gestartet haben, dass du direkt den Soundtrack von der Order 66 hast, dass du direkt reingeworfen wirst, direkt nicht irgendein Geplänkel hast von wegen, aha, alles ist gut und dann geht's so langsam ab, sondern das ist halt wirklich so kurze Einführung, ha, cool, Bad Batch, das sind die, das können die, hier sind sie in Action. Und dann direkt, ah, hier sind wir, Order 66, Jedi werden umgebracht, die Klone benehmen sich komisch und wir sind jetzt, wir wissen jetzt nicht, der Bad Batch ist offensichtlich anders als die anderen Klone, das wurde innerhalb von 2 Minuten etabliert. Aber sind sie auch dahingehend anders oder nicht? Und das Interessante ist, dass viele Leute immer noch nicht wissen, und das sind die Filme geguckt haben, dass die Klone das nicht machen, weil sie einen Befehl bekommen und den befolgen, sondern weil sie einen Chip haben, der sie kontrolliert und sie das machen lässt. Sie können das nicht kontrollieren. Das ist ja quasi, also der Chip könnte man jetzt ja dahingehend, also die Kaminoaner. Die würden jetzt, glaube ich, argumentieren, dass dieser Chip einfach dahingehend eine Sicherheitsmaßnahme ist, damit die Klone quasi auch keine eigene Revolution oder so starten können, weil es ja sehr viele Klone gibt. Ja. Und dieser Chip unterdrückt das halt und lässt sie halt dann eben diese Befehle tun. Der Befehl Execute Order 66, das sieht man, finde ich, in der Folge ziemlich gut. Das ist einem vorher, fällt einem das nicht unbedingt so auf. Oder war einem das gar nicht so klar, würde ich sagen. Der verändert die gesamte Verhaltensweise der Klone ja auch. Es ist nicht nur, dass die diesen diesen Befehl ausführen, die Jediale auszulöschen, sondern sie werden in ihrer Art auch so wie man es von imperialen Truppen halt kennt. Sie werden richtig ruppig und so sind halt nicht mehr die Good Guys so. Ja. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen connecten, ich würde Die zwei Franchises, könnte man fast sagen, dass die Order 66, der Befehl Execute Order 66, ist sowas wie der Winter Soldier Code, der quasi diese Programmierung in ihnen erst wirklich aktiviert. Und vorher hat der Chip zwar andere Befehle quasi auch quasi verstärkt, sodass sie halt loyale Soldaten waren, aber sie hatten, und das war ja der große Punkt von Clone Wars, was es das ja so genial macht, deswegen haben sie das ja eingeführt. Der große Punkt von Clone Wars ist eben zu sagen, die Klone sind eben nicht einfach komplett emotionslose Klone, die 1:1 so sind wie Jango Fett, nur mit mehr Kontrolle, sondern sie sind individuell. Jeder von denen ist anders. Sie geben sich Namen, Designs, tätowieren sich das Gesicht auf ihre eigene Art und Weise, sind komplett eigenständige Individuen. Und die Order 66 reißt das alles aus ihnen raus und macht sie eben zu den einheitlichen Sturmtruppen, alle dieselben, wie wir dann eben später sehen. Genau. Obwohl natürlich man sagen muss, dass dann später die Sturmtruppen, die wir in Episode 4 sehen, keine Klone mehr sind, aber ja. Ja, klar. Das erfahren wir ja auch schon hier quasi. Das wird ja hier auch schon eingeführt, da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Weil bevor wir jetzt, würde ich dann sagen, nach Kamino springen, fand ich es sehr interessant, dass, Crosshair. Ich wollte ihn gerade einfach Sharpshooter nennen. Also es ist ja genauso einfallslos eigentlich. Dass Crosshair halt direkt auf seinem Trip ist, Good Soldiers Follow Orders, und er sich halt auch auf den Weg macht, Caleb zu jagen. Und da dachte ich mir so, Moment mal. Also die haben den Befehl offensichtlich ja auch bekommen und gehört und waren halt so, was jetzt hier los? Und ich fand's krass, dass er da so intuit war, wo ich mich dann die Frage gestellt habe, und vielleicht habe ich da ein bisschen gepennt in dem Moment, ob der Chip bei ihm einfach ein bisschen stärker funktioniert oder ob er von seiner Art her einfach eben so ist.
Er muss Befehle befolgen. Das Ding ist ja, das haben sie ja, also generell ist jeder von den Bad Batch-Leuten eigentlich darauf trainiert, nicht die Befehle unbedingt zu befolgen, sondern halt flexibel im Einsatz zu sein. Deswegen sind sie ja so eine Covert-Einheit, so eine Spezialeinheit, weil sie eben nicht 100% nach Protokoll vorgehen und teilweise eben auch Kriegsverbrechen begehen. Also das ist quasi Anakin Skywalker, aber als Jango Fett-Klon. Und das Ding ist, das ist ein Callback, vielleicht erinnerst du dich nicht mehr dran, weil es schon so länger her ist oder du noch nicht, du hast ja Clone Wars dann nochmal von vorne angefangen, vielleicht warst du da noch nicht an dem Punkt. Good Soldiers Follow Orders ist ein Callback zu dem Moment, wo, ich glaube es ist Fives, lass mich lügen, wer ist der Typ, bei dem der, ist es, warte mal, Fives, Good Soldiers Follow, ich muss das kurz gucken, weil ich habe das auch nicht mehr so sehr im Kopf, welcher der Klone das jetzt war. Genau, in der Folge, Staffel 6, Episode 1, da warst du wahrscheinlich. Ja, da war ich noch nicht. Da ist es so, dass das ist eine richtig creepy Folge. Und zwar geht die damit los, dass eben auch die 501. mit Anakin in einem Einsatz ist. Und da ist noch sind zwei andere Jedi-Meisterinnen dabei. Und bei einem der Klone brennt der Chip durch. Der Biochip. Und der ist halt, der fängt halt an, so ein bisschen zu verwesen im Kopf. Der hat halt eine Fehlfunktion. Also fängt der an zu sagen, Good Soldiers Follow Orders, Good Soldiers Follow Orders, und ist wie im Wahn und er schießt die Jedi-Meisterin. Und niemand weiß, was passiert. Und dann wird er halt als Defective quasi, es wird versucht zu unter dir. Das ist so eine richtig Verschwörungsgeschichte, die sich dann über mehrere Folgen halt zieht. Und ich glaube, das ist auch der Moment dann, an dessen Arcs Ende Ahsoka Tano. Aber Ahsoka beginnt da zum ersten Mal auch das alles so ein bisschen zu bezweifeln. Und es wäre fast so weit gewesen, dass der Klon, also in den nächsten Folgen ist es dann so, dass ihm dann der Chip rausgenommen wird, beziehungsweise dass er halt rausfindet, dass das ein Chip war, der das gemacht hat. Und dann wird er halt durch diesen kompletten kaminoanischen Prozess halt durchgezogen. Und es wird dann halt aus der Perspektive von ihm alles aufgedeckt. Und dann kommt sogar Palpatine zu ihm in eine Verhörkammer und sagt ihm seine Pläne und sagt so, ja, du wirst es aber niemandem erzählen können, weil ich dich jetzt umbringe. Weil ich dich jetzt umbringen lasse. Dir glaubt niemand, weil du bist defekt und so. Und er enthüllt sich da quasi schon komplett in Clone Wars nochmal. Für alle, die es noch nicht verstanden haben, dass er der Imperator ist. Und da wird zum ersten Mal dann eigentlich wirklich der Effekt des Chips wirklich gezeigt, dass er halt wirklich komplett die Kontrolle verliert und zu so einem Mindless Killer wird, der einfach nur alle Jedi umbringen will. Also wirklich tatsächlich sehr nah an dieser Winter Soldier Art Hirnprogrammierung. Und darauf ist das ein Callback, dieses Good Soldiers for Orders. Okay. Das heißt, die Leute, die halt jetzt in, die das noch im Kopf hatten, die werden, so wie ich halt, dann auch da gesessen haben und gesagt, oh nein, in dem Moment, wo ihr das sagt, oh nein, dann weißt du schon, was die restliche Folge passiert, weil er es halt nicht weiß. Und das ist ja, wird später auch nochmal drauf quasi gezogen, dass er nichts dagegen tun kann, sondern das halt nicht macht, weil er will, sondern weil er muss und so. Und das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache, weil sich das dann durch die ganze Folge zieht. Und wenn du das halt, also das ist halt, glaube ich, auch das Schöne, weil du, der es nicht weißt, bist halt auch die ganze Zeit so, Moment, was ist denn jetzt mit dem? Aber du, genauso wie ich, der weiß, worauf das hinausläuft, ist halt komplett die ganze Zeit so, oh nein, das kann ja nicht gut enden. So, wie wird das weitergehen? Du hast halt direkt diese Spannung, es ist wirklich schön gemacht. Vor allem, weil es nur einer ist. Ja, genau, richtig. Das, was da mit ihm passiert, das sehen wir dann ja auch quasi im Laufe der Folge. Ich würde dann jetzt tatsächlich nach Kamino springen, wo wir relativ schnell einen, ich denke, für die Serie sehr wichtigen Charakter kennenlernen. Omega. Genau, richtig. Den fünften, die Defective Genetic Mutated Clone. Also die werden ja als defekte Klone bezeichnet. Eben dadurch, weil sie halt nicht wie die anderen mit dem Chip so funktionieren, glaube ich. Ja. Und weil sie ja ganz andere Fähigkeiten haben. Also sie unterscheiden sich ja, ne, wem es noch nicht aufgefallen ist. Die sehen auch ohne Rüstung sehr anders aus als alle anderen Klone. Und wir haben jetzt erfahren, dass es tatsächlich 5 gibt und Echo natürlich nicht dazugehört, weil er vorher auch ein normaler Klon war. Er ist jetzt, und das erfahren wir dann auch direkt, das war schon so der Gedanke von mir, gut, wird es dann so sein, wenn die Order 66 kommt, dass Echo quasi durchdreht und alle denken und die anderen denken sich so, hä, was ist hier los? Aber nein, und das hatte ich auch vermutet, er ist, das bekommen wir heute noch, haben wir heute gesagt bekommen, er ist mehr Maschine als Mensch
in Prozent gesehen zumindest. Ja. Und deswegen hat der Chip auf ihn nicht diese Auswirkungen wie auf alle anderen Klone. Und ja, Echo, das kleine Mädchen, was eigentlich... Omega. Omega. Kleines Mädchen. Ja, ja, genau. Omega, das kleine Mädchen, ja, das eigentlich nur auf Kamino als ja augenscheinlich Gehilfin im Labor mitarbeitet. Weißt du, was das Beste war? In dem Moment, wo sie ihre ersten Worte gesagt hat, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch redet, aber im Englischen stellst du sehr schnell fest, dass sie ein Klon ist, weil sie einfach den neuseeländischsten Akzent hat, den man da haben kann. Mhm. Und Jango Fett, der Schauspieler, ist ja ein Neuseeländer. Und hat halt eben alle Klone, so wie er auch, haben diesen Akzent. Genau wie Boba Fett, der ist ja der gleiche Schauspieler, das jetzt später eben auch hat. Und die Stimme von Boba Fett haben sie ja extra nochmal in den alten Filmen umsynchronisiert, damit es auch von dem gleichen Schauspieler Temuera Morrison gesprochen wird, mit dem Akzent. Er hat, also, und irgendwann haben sie auch etabliert, dass alle Mandalorianer mehr oder weniger, also natürlich Geborene, so einen Akzent haben. Aber ja, das fand ich sehr interessant, dass sie halt direkt sagen, hey, offensichtlich ist das ein weiblicher Klon. Ich hoffe, dass das jetzt. Was ich sehr interessant finde. Dass der Defekt nicht ist, dass sie weiblich ist, sondern dass sie vielleicht noch ein paar andere Fähigkeiten hat, aber ja. Ich glaube, meine Theorie ist, dass sie eine sehr schnelle Lernerin ist, glaube ich. Also, das wäre meine Vermutung, dass das ihr Defekt ist, weil zum Ende der Folge sehen wir das, da rettet sie quasi den Tag, indem sie zum allerersten Mal in ihrem Leben einen Blaster benutzt und damit mehr als sehr zielgenau trifft. Ich habe da noch eine andere Idee. Ganz kurz, etwas später noch. Also da dachte ich mir einfach nur so, ja, okay, gut, sie hat einfach die Gunst der Stunde quasi genutzt und konnte jetzt gerade halt treffen. Ich glaube, dass es eher damit zusammenhängt, dass sie es halt gesehen hat, wie die das gemacht haben und dass es so ein bisschen wie beim Taskmaster ist, so nach dem Motto. Sie sieht das und dann kann sie das einfach für sich übernehmen, weil am Ende der Folge, wo sie mit dem Raumschiff wegfliegen, beobachtet sie so genau, wie gerade alles eingestellt wird. Und ich denke mir nur so, das ist das... Du meinst so ein bisschen wie Rey extrem gut fliegen kann, obwohl sie noch nie geflogen ist? Oder du meinst so wie Anakin der einzige Mensch war, der Podracing kann? Oder du meinst so wie Finn extrem guter Schütze ist und übermäßig gut geschossen hat in seinem Training? Du willst also sagen, dass ihr Defekt vielleicht sein könnte, dass sie machtsensitiv ist? Ein machtfähiger Klon. Ich sag dir, das wäre wild. Die Kamerinoana, ja, hier, die Frau aus dem Medizin-Ding, die hat sie ja offensichtlich dann auch gerettet. So, die hat dafür gesorgt, dass die Hangartüren nicht zugehen. Ja. Und die hat da irgendwie experimentiert und hat gesagt, sie wollte das schon. Das ist irgend so eine Wissenschaftlerin, die so einen Schritt weitergehen wollte. Und eben machtfähige Klone. Und vielleicht kommt das sogar noch raus, dass sie das gemacht hat, weißt du? Ich habe mich gefragt, oder ich stelle mir die Frage immer noch, ob wir vielleicht auch so ein bisschen was, obwohl das wird zeitlich nicht so gut passen. Nee, doch, das wird zeitlich sehr gut passen. Ob wir auch ein bisschen wieder was background-technisch von Palpatines Contingency zu sehen bekommen. Ja. Der ja auch jetzt eigentlich, also zeitlich würde es sehr gut passen. Der fängt jetzt ja eigentlich an oder macht es schon eine ganze Weile irgendwie rum zu experimentieren. Dass er halt irgendwie eine Hülle für sich erschafft. Ja, also nur für die Leute, die da nicht ganz up-to-date sind. Das, was wir in Episode 9 sehen, die Klone von Palpatine, die machtfähig werden sollten und für ihn eine neue Hülle darstellen sollten, das ging schon nach Order 66 los. Offensichtlich, weil er eben dann zu einer Rosine verwandelt wurde von seinem eigenen Machtblitz. Und da schon quasi degeneriert war und dann aber auch Vader halt cross angebraten vor seiner Tür wieder stand. Und dann gesagt hat, oh Backe, jetzt muss ich mir aber irgendwas anderes überlegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass potenziell sie der Schlüssel dazu ist. Gerade weil sie auch weiblich ist, weil du halt dann auch diese Parallele zu Rey so ein bisschen hast, weißt du? Die ja auch, also ich meine, sie ist kein Klon gewesen, aber halt die Tochter von einem. Das ist halt, ich kann mir vorstellen, dass sie in die Richtung geht, weil niemand hat jemals gesagt, dass Klone technisch gesehen nicht machtfähig sein könnten. Und potenziell, also da werden jetzt sicherlich viele Leute in den Kommentaren protestieren. Potenziell kommt es drauf an, ob man den genetischen Weg geht, den man quasi sagt, von wegen dadurch kommt Machtfähigkeit, also es ist halt vererbt, oder ob man wirklich mehr so diesen klassischen Star Wars Weg geht, von wegen jeder kann machtfähig sein.
Oder beziehungsweise jeder ist machtfähig zu einem gewissen Grad. Und ab einem gewissen Punkt kannst du halt durch Training und Übung auch zu einem Jedi werden. Das war so ein bisschen der ursprüngliche Gedanke von Star Wars. Das hat sich dann, ja. George Lucas hat das dann ein bisschen umgekehrt mit dieser Midichlorianer-Geschichte. Aber potenziell könnte es halt sein, dass sie das jetzt hier so ein bisschen vermischen und halt sagen, okay, es ist jetzt nicht auf Order von Palpatine gewesen, aber diese Klonforscherin war halt einfach sehr strebsam und wollte nicht einfach nur Soldaten züchten, sondern sie hat halt einen speziellen Klon gezüchtet, der potenziell machtfähig ist, vielleicht mit einer Probe von irgendwelchen Blut von Jedi. Vielleicht war das dann ursprünglich mal der Gedanke auch schon von Palpatine. Was? Mhm. Warum hustest du? Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber rein alterstechnisch gesehen könnte es auch ein Callback auf Grogu geben. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Mhm. Der ist ja zu der Zeit gerade versteckt worden erst. Ja, genau. Oh nee, natürlich. Das haben wir ja gestern noch gesagt. Wir haben gestern uns noch darüber unterhalten, was in Staffel 2 von Mandalorian und meinten noch so, ja, die werden ihr großes Verkaufsargument, die Baby Yoda ja jetzt nicht einfach rausnehmen. Wir wissen noch nicht, wie der auf dem Planeten gelandet ist, wo er versteckt wurde. Und das passt zeitlich. Also wir haben das ja schon gelernt, dass er, das hat Ahsoka ja gesagt, dass er am Tag der Order 66 aus dem Tempel geschmuggelt wurde. Also quasi jetzt in diesem Moment. Oh mein Gott! Natürlich, das müssen die machen. Also ja, also ich sag mal, also es würde super viel Sinn ergeben. Es wird super viel Sinn ergeben, jetzt mit Bad Batch die Vorgeschichte von Grogu zu erklären. Auf jeden Fall. Um auch so ein bisschen so, also marketingtechnisch können wir es jetzt nicht nennen, aber halt auch um die Leute abzuholen, die Mandalorian gesehen haben, Mandalorian richtig gut fanden, aber von Bad Batch eben noch im Gedanken sind, so war Animationsserie eher für Kinder. Und wenn dann aber jemand sagt, ey, aber du erfährst da, was eigentlich mit Grogu los ist und wo der herkommt, so, dadurch kannst du halt so viel mehr Zuschauer wieder ranholen und ja, einfach diese Geschichte noch weiter ausfleischen. Und das ist ja auch das, was wir alle wollen. Super viele Leute haben ja, wir wissen ja nicht, wer ihn rausgeschmuggelt hat. In Staffel 2 von Mandalorian wurde ja gesagt, ja, jemand hat ihn aus dem Tempel geschmuggelt und versteckt. Wir wissen nicht, wer das war, aber es muss jemand gewesen sein, der zum Zeitpunkt der Order 66 schnell genug gehandelt hat, wusste, was los ist und nicht überrascht war davon und quasi das machen konnte, schnell, so schnell wie geht, und hat halt gesagt, okay, wir nehmen jetzt den Stärksten davon. Das Problem ist, kaum jemand von den ganzen Meistern, und das ist irgendwie fast logisch, dass es einer der Meister gewesen sein muss, war wirklich auf dem Planeten, wie wir ja sehen. Die waren überall als Generäle im Einsatz und haben halt irgendwie Krieg geführt, bis auf Mace Windu. Und der war nicht tot per se. Wir wissen es nicht. Er ist aus dem Fenster gefallen und viele Leute fallen runter und leben da doch noch. Und es gab auch schon zu Staffel 2 Theorien, dass möglicherweise Mace Windu seinen Sturz überlebt hat und gesehen hat, okay, er kann nicht gegen Anakin Skywalker und Palpatine zusammen kämpfen, aber was er machen kann, ist halt versuchen so zu retten, was geht, und halt direkt nach dem Sturz in den Tempel gerusht ist, bevor Anakin mit der 501. da aufgetreten ist und halt zumindest Grogu gerettet hat und das aber so sneaky machen musste, weil halt überall die Leute schon on alert waren. Die Truppen wurden ja dann direkt benachrichtigt. Das wäre so krass. Diese kurze Ernennungszeit, wo Vader zu Vader wurde, also wo Anakin zu Vader ernannt wurde und Palpatine dann seinen Bademantel übergezogen hat und gesagt hat, hier, pass auf, Order 66, Jungs. Diese kurze Phase hat er genutzt, um zum Tempel zu gehen, Grogu zu schnappen und abzuhauen, bevor alle Klontruppen quasi auf den Jedi-Tempel eingestürmt sind. Das würde passen. Es kann natürlich auch noch jemand ganz anderes gewesen sein, aber vielleicht hier Frau. So Timeline-technisch wird das richtig viel Sinn ergeben. Ja. Oh, das wäre schön. Es könnte potenziell noch Seer gewesen sein, aber Seer wurde eigentlich, also aus Jedi Fallen Order, aber die wurde eigentlich gefangen genommen mit ihrer Padawanin und dann gefoltert und so. Da gibt es ja eine ganz eigene Story, deswegen, es würde, also wenn sie Mace Windu noch mal reinholen wollen, dann ist langsam so, müssen sie mal gucken, wie sie es machen, weil Samuel Jackson wird auch nicht jünger und irgendwann ist er. Dann, also ich meine, der ist ja jetzt schon 20 Jahre älter als damals. Ja, ja. Und dann sehen wir vielleicht, es wird so viel, also das ist jetzt ähnlich auch ein bisschen, ne, so spekulativ, und das ist ähnlich wie bei Marvel zu sagen, es wird so viel Sinn ergeben, wenn sie jetzt die X-Men reinziehen. Aber es wird halt echt viel Sinn ergeben, weil dann könnte man auch wieder sagen, so, ey, guck mal hier, Samuel L. Jackson, Mandalorian Staffel 3, ist er auch nochmal kurz zu sehen. Ja. Als alter Mann mit halb verbrannt. Es gibt ja diese Fanart-Sachen auch von, wo er so ein halb verkohltes Gesicht hat und so auf einem Auge blind ist. Sieht super, super gut aus, und
Ja. Oh, das wäre schön. Oh, das wäre schön. Und du, das hast du schon mal vor ein paar Monaten zu mir gesagt. Nur weil jemand im Star Wars-Universum irgendwo runterfällt, heißt es nicht, dass er tot ist. Ja. Das haben wir mehr als einmal gesehen. Ja, ja. Gerade bei machtfähigen Individuen. Eben, ja. Was mich ein bisschen gestört hat an der ganzen Nummer, ist, dass sie so oft ansprechen, dass Crosshair sich anders verhält, aber keiner auch nur einmal äußert, bei dir funktioniert die Programmierung. Dass halt niemand das sagt in 71 Minuten. Dass halt nicht mal stimmt. Tech, der, ich meine, bei Tech kannst du vielleicht noch sagen, dass er halt so dieses, so, ich dachte, das wäre obvious, so. Weißt du, das könntest du noch raus, aber dass Hunter nicht einfach sagt, du, ich glaube, wir sollten dich mal irgendwie auf den Operationstisch legen und gucken, was in deinem Kopf los ist, weil scheinbar ist die Programmierung bei dir, die auch kickt. So wie bei den anderen, weil du dich original so verhältst wie alle anderen und nur wir nicht. Also muss es ja, also rein logisch ist das. Also er ist halt noch so ein bisschen davon abzubringen, so, aber der ist halt sehr drauf gedrillt, das jetzt so zu machen, wie es ihm gesagt wird. Also ich finde, klar, vielleicht ist das, weil wir es halt wissen und so, aber also allwissender Betrachter, aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe so das Gefühl, dass das spätestens, als er die Zivilisten abknallen will, Hunter hätte sagen können, okay, nehmt den mal kurz, setzt den in Fesseln, weil irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen den mal genauer untersuchen. Und dann nicht einfach zurück nach Kamino zu düsen, sondern wirklich zu sagen, Tech, guck dir mal in die Birne. So, einfach nur, oder Echo, oder wer auch immer dafür Medizin jetzt verantwortlich ist. Einfach nur, um mal reinzugucken, was da eigentlich los ist. Weil offensichtlich ist das ja nicht ganz so, wie er sonst ist. Ja. 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 Und offensichtlich wird er jetzt ja zu so einer richtigen Maschine quasi dadurch gemacht, dass die Leistung dann halt hochgefahren das wird. Das Ding ist, was mich ein bisschen irritiert. Also ich habe so eine Befürchtung, die ich jetzt wahrscheinlich schon beantworten könnte, wenn ich gemerkt hätte, dass ich rein vom Pressezugang her letzte Woche schon beide erste Folge hätten können. Wahrscheinlich wird das in der zweiten Folge dann nochmal genauer gezeigt. Am Ende ist es ein bisschen dunkel. Und ich muss jetzt kurz mal dahin springen, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Das können wir dann, ist ja jetzt egal, inhaltlich, ne? Ich glaube, er hat auch eine andere Rüstung an am Ende. Keine Bad Batch-Rüstung, sondern eine Purge-Trooper-Rüstung. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, weil es halt sehr dunkel ist und nicht so rot leuchtet und so. Aber er hat auf jeden Fall eine schwarze Stormtrooper-Rüstung an. Keine Clone-Trooper-Rüstung. Ja, es ist definitiv eine andere Rüstung. Oder was heißt Stormtrooper? Aber es ist halt nicht die klassische Clone Trooper und auch nicht seine ursprünglich mit dem Fadenkreuz im Gesicht und so. Kommt schon sehr nah daran. Und Wusste nicht, wie Purge Trooper aussehen. Ja, also es geht so in die Richtung Purge Trooper. Es ist vielleicht so ein Mischmasch halt. Aber ja, und das ist schon ziemlich heftig. Und ich finde es halt so krass, weil das, was wir halt aus den Comics und so wissen und auch aus den Spielen ist, dass die allerletzte Charge der Klontruppen als Purge Trooper gemacht wurde. Also die wurden quasi speziell für die Jedi-Jagd ausgebildet von eben Tarkin und Co. Und wurden dann als Vaders persönlicher Inquisitor-Squad quasi etabliert, der mit dem Inquisitorius von Darth Vader durch die Gegend ging. Der Inquisitorius ist jetzt auch in seinen ersten Schritten. Das heißt, Jedi, die Order 66 überlebt hatten, aber dann gefoltert und quasi zur dunklen Seite korrumpiert wurden, nicht zu Sith wurden, sondern nur zu dunklen Jedi wurden, sind jetzt quasi als Assassinen für Darth Vader und Palpatine im Einsatz relativ zügig. Das ist nicht so lange nach der Order 66 gewesen, vielleicht ein paar Wochen oder so. Das heißt, potenziell werden wir die in The Bad Batch auch noch sehen. Und dann ist halt die Frage, sehen wir dann auch noch andere Jedi wieder, die an der Seite, also sie gehen ja jetzt einen alten Freund besuchen, ich glaube auch, ich weiß, wer das ist. Ich weiß nicht, ich muss den Planeten nochmal gegenchecken, das werde ich dann in der Recap auf jeden Fall nochmal ansprechen, aber es gab einen Klontruppler, der desertiert ist, mehr oder weniger. Ich glaube, er hat einfach sein Gedächtnis verloren und wusste, das war irgendwie der Plot, er hat sein Gedächtnis verloren, wusste ja nicht mehr, wer er ist und hat dann eine Familie gegründet und Kinder gezeugt und sowas. Und der wird dann irgendwann von Rex und Co. Angetroffen in einer Folge und dann sagt er halt, hey, die Kinder finden dann irgendwie, ich glaube, es ist Rex, den sie finden und sagt dann, hey, du siehst genauso aus wie mein Vater. Und dann stellt sich halt heraus, dass es halt ist, weil der ein abtrünniger Klon ist, der dann halt, wo dann die große Sache ist, melden wir, das ist der Republik, weil er ist ein Deserteur, so. Und er will halt, ist halt Farmer und sowas. Und ich glaube, dass sie dahin gehen, zu dem, weil der am nächsten, von dem, was wir kennen, am nächsten dran ist. Ich weiß aber nicht, ob das der Planet ist, auf dem er damals dann auch war, das muss ich nochmal nachschauen. Aber sonst fällt mir niemand ein, wo sie jetzt hin sollten, so.
also potenziell Boba Fett noch. Das wäre möglich. Auch eine wichtige Story, nämlich Boba Fett hatte eigentlich noch ganz viel Character Arc in der letzten Clone Wars Staffel. Mhm. Und wir wissen ja, dass Bad Batch so ein bisschen diese Themen auch wieder aufgreift, die da noch rausgelassen wurden. Das heißt, es kann auch sehr gut sein, dass sie jetzt quasi zu Boba Fett fahren und sagen, pass auf, Junge, hier ist so ganz, ganz komische Sachen am Arsch. Du bist auch nicht, du hast auch keinen Inhibitor-Chip. Du bist der Einzige, dem wir gerade vertrauen können. So. Das könnte... Oh, ich hoffe, dass sie es machen. Ich hoffe, dass sie so ein bisschen diese Verbindungen so nach und nach, das muss nichts mega Offensichtliches und auch nicht alles super krass ineinander greifen, aber dass sie so hier und da so ein paar Fäden von The Bad Batch zu Mandalorian verbinden, das fände ich tatsächlich ziemlich cool. Ja, ich glaube, dass sie das auch machen. Die Story mit Grogu einfach, könnte man dafür nehmen. Ich meine, bei Grogu würde ich da sogar davon ausgehen, dass sie es sogar noch tiefer machen, weil, die Welt liebt Baby Yoda und ein Baby Yoda in einer animierten Serie... Ja. Wow, sie könnten noch die Verbindung schließen von Boba Fett, so, okay, was eigentlich da passiert und wie bist du da rausgekommen und was machst du seitdem und wie geht's dir so? Die Purge of Mandalore könnten sie noch behandeln. Stimmt, stimmt. Die könnten, und das eben in Kombination vielleicht mit Boba Fett sogar. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass sie Boba Fetts Origin-Story behandeln werden und das vielleicht aber eher gegen, also ich weiß nicht, ob er das jetzt direkt ist, wo sie hinfahren, aber ich glaube, sie werden ihn irgendwann noch über den Weg laufen. Weil, einfach nur aus dem Grund, dass, dass die Serie ja, die Boba Fett-Serie ja Ende des Jahres anfängt. Genau. Und wir noch nicht diesen Weg, diese Origin-Story mehr oder weniger von Boba Fett wirklich vollendet haben. Das hat in Clone Wars ein bisschen am Ende angefangen, aber so richtig an dem Punkt waren wir noch nicht. Und wie gesagt, das wollten sie ursprünglich machen in der letzten Staffel Clone Wars, haben sie aber nicht mehr gekonnt. Da gibt's so Previs-Sachen, aber nichts Fertiges. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt hier noch kommt. Aber ja, viel mehr ist noch nicht, ist eigentlich gar nicht tatsächlich zu sagen. Wir haben halt am Ende die Geschichte mit den Klonen. Die Frage ist jetzt, warum, also irgendwas ist natürlich offensichtlich besonders an Omega. Außer, dass sie eben ein junger Klon ist und weiblich. Eine Frau, ja. Aber irgendwas anderes hat sie noch. Ich würde jetzt vielleicht sogar wirklich Machtfähigkeit sagen, weil es gibt irgendeinen Grund, warum die kaminoanische Wissenschaftlerin und Medizinerin erstens sie als Assistentin angestellt hat und direkt immer bei sich hatte, als sowas ganz Besonderes, und warum sie Tarkin nicht gesagt hat, dass Omega dieser fünfte Klon ist. Es gibt, und auch scheinbar den Premierminister nicht. Irgendwas muss sie quasi beschützen an diesem Mädchen, was halt so wichtig ist, dass es definitiv nicht in die Hände des Imperiums geraten darf. Sie war ja auch vorher nicht im Einsatz. Das heißt, auch nicht in die Hände der Republik vorher schon. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es so in diese Richtung geht. Und dann könnte man halt wirklich sagen, okay, vielleicht endet das halt wirklich darin, dass das Imperium halt Wind davon bekommt, dass es halt machtfähigen Klon gibt. Und dann Palpatine sagt, machtfähige Klone, interessant. Lass uns da doch mal reinschauen. Und dann halt anfängt, die Contingency zu planen. So. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass es irgendwie was in die Richtung gibt, weil... Ja. Naja, ich meine, das ist halt die Gelegenheit für Palpatine. Ja. Also wir wissen auch noch nicht genau, wann der ursprüngliche Start der Contingency war. Wir wissen, dass er ungefähr in der Zeit der Order 66 stattgefunden haben muss. Ungefähr dann, als Vader quasi nicht mehr in Frage kam. Und aber nicht klar war, dass Padmes Kinder überlebt haben. So, das heißt, irgendwann in dieser Zeit muss es gewesen sein. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass es jetzt eben durch Omega dann erst gekickt wird. Und deswegen, ich meine, das sind halt vier Klone, die desertieren. Das ist jetzt nicht imperiales Prioritätsding, wenn die halbe Galaxis noch mit irgendwelchen flüchtigen Jedi voll ist. So. Ich glaube. Aber was ist, wenn sie mit einem flüchtigen, machtsensitiven Klon unterwegs sind? Und das würde sie nämlich dann auch auf die Liste des Inquisitorius packen. Ja, ja. Und das ist nämlich auch genau der Gedanke. Und ich glaube, dass du halt dann vielleicht. Und dann würde es auch den Sinn machen, warum jetzt Crosshair zum Beispiel zu einem Purge Trooper oder zu dem ersten Purge Trooper werden könnte. Dass du dann wirklich hast, dass er als Elite Trooper eingesetzt wird und halt der Original MVP Purge Trooper ist und dann die Story sich darum dreht, wie sie am Ende dann irgendwie die Programmierung aus ihm entfernen und er wieder auf der guten Seite steht.
Ja. Ich finde es auch übrigens interessant, dass Saw Gerrera noch nicht so extrem ist, wie er es dann später ist, dass er kein so krasser Extremist ist, weil später ist er ja der extremistischste Rebell, der überhaupt gar keine Gefangene mehr nimmt, auch wirklich, außer sie, um sie zu foltern. Und das ist ja hier offensichtlich noch nicht. Nee, also das ist ja hier, das hat ja auch gerade erst angefangen. Also genau. Ich glaube, das ist auch einfach dadurch geschuldet, ne? Die sind gerade selber irgendwie so ein bisschen überrumpelt davon, was passiert. Was ich sehr interessant finde, die Klone, also entweder bilde ich es mir ein, oder die Klone haben schon ihre neue Rüstung bekommen und sehen alle aus wie imperiale Truppen. Nein. Oder? Nicht? Nee. Das sind okay. Die Episode 3 Klontruppen, also die Phase 3, okay. Phase 4, Phase 3. Dann ist es zu lange her, dann habe ich das, da habe ich nichts gesagt. Aber es wird sehr bald passieren. Also ich glaube, es gab. Also auch diese Sache, dass das Tarkin halt sagt, so ja, Klone, wir rekrutieren lieber. Ja. Das ist halt auch dieses. Ich finde es auch schön, dass sie das nochmal unterstreichen, dass sie halt sagen, so, aber die Klontruppen sind halt viel effizientere Soldaten. Das könnten niemals rekrutierte Soldaten hinbekommen, die wären nicht so effektiv. Und was halt sehr schön untermalt, warum Sturmtruppen nie treffen und Klone schon. ja, stimmt. Das fand ich auch sehr schön. Und Tarkin halt einfach so dieses. Das ist ja genau wie in Episode 4, wo er sagt, hey, ja, die Rebellen sind ganz schön heftig, wollen wir vielleicht den Todesstern evakuieren? Und Tarkin dann so, Quatsch. Und dann plupp, ist er weg. Ach ja. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend schon und es ist direkt gut losgegangen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich würde jedem empfehlen, der Star Wars mag, das zu gucken. Und dieses Argument, es ist eine animierte Serie, meine Güte, Avatar ist auch eine Animationsserie und die gesamte Welt liebt es. Das ist halt nicht ohne Grund. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, am Ende des Videos, wo wir die komplette Folge gespoilt haben, darüber die Empfehlung zu geben. Aber ja. Ja, aber das ist so, ich will also abschließend. Abschließend einfach nochmal. Ja, abschließend. Das stimmt. Wir können uns also darauf einstellen, dass wir alle anderen Folgen immer freitags übrigens, nicht dienstags, das war heute nur, weil 4. Mai ist, in dieser Zeitspanne bekommen. Es werden immer so 20 Minuten sein ungefähr und dann wird es wahrscheinlich auch wieder so eine Story-Geschichte wie bei Clone Wars sein, dass es 3 oder 4 Folgen sind, die einen Story-Arc sind. Wir werden trotzdem zu jeder Folge ein Recap machen, einfach weil es sonst einfach Quatsch ist, dann irgendwie alle 3 Wochen nur was zu machen. Es ist sonst so schwierig, den Überblick, glaube ich, zu behalten. Genau. Das ist dann für alle, glaube ich, einfacher, wenn einfach regelmäßig so für 20 Minuten eine kleine Zusammenfassung kommt. Genau. Das ist, glaube ich, einfacher für uns alle. Geht nicht davon aus, dass sie so komplex werden wie die von Marvel, weil, ich werde gucken, was ich noch an Aure Besch im Hintergrund sehe oder so, aber die Star Wars Sachen sind alle immer ein bisschen weniger zu deuten und mehr einfach quasi, hey, hier ist ein Easter Egg. Das wird jetzt mehr, also die Clone Wars Sachen werden mehr sein, sowas wie, hey, guck mal, der Helm von Crosshair ist ein Helm, der so und so ist. Und solche Geschichten. Diese Referenzen werden wir sehen. Zum Beispiel, was ich noch gucken will, ist, wer die Jedi-Meisterin ist, die tot rausgetragen wird. In Kamino. Oh ja, stimmt. Und sowas. Solche Geschichten werden, wird es halt, denke ich, primär sein. Ja, ansonsten war es das eigentlich schon. Viel mehr können wir eigentlich über die Folge gar nicht sagen, oder fällt dir noch was ein? Wir haben jetzt sehr viel und sehr lange darüber geredet, aber das ist auch dem geschuldet, dass die Folge 70 Minuten lang war und ist gerade, glaube ich, auch einfach, und das wird, glaube ich, auch so sich immer in den First Impressions jetzt, glaube ich, auch festmachen, zumindest für die Star Wars Sachen, dass es mehr so eine kleine Begeisterung sein wird, was passiert ist, ein bisschen Spekulation, ein bisschen Spekulation, was passieren könnte und vielleicht, wenn meistens passiert es mir, wenn jemand was übersieht, da nochmal drauf hingewiesen wird und dass dann einer gesagt, boah, krass, habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Also ich an der Stelle. Ja. Und natürlich, was auch immer natürlich zu unseren Videos dazugehört, ich sitze in meinem Hotelzimmer, du hast deinen Pulli an und ich lasse dich nie ausreden. Genau. Das sind die wichtigen Elemente. Das wird sich auch nicht ändern. Dafür steht Nerd Factory. Dafür stehe ich mit meinem Namen. ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen 4. Mai. Wenn das kommt, ist ja schon abends dann. Ich schneide das jetzt zusammen, ihr kriegt das dann rechtzeitig und ansonsten noch einmal May the 4th be with you. Bis zum nächsten Mal, Rinjahauen. Tschüss.